Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe zu neuen Arbeitswelten mit Google und generell neuer Technologie. Diesmal wird es noch mehr PowerPoint-Karaoke als beim letzten Mal, weil wir wieder die Folien von Google nehmen werden. Korrekt. Und unseren Senf oben drüber schmieren. Beim letzten Mal hat der Paul schon gesagt, das waren ja nur die Business-Folien. Da kann ja jeder was zu sagen. Wenn Sie das letzte Mal verpasst haben, schauen Sie doch mal unter cyberbiz/webinare. Können Sie unten auf den Link drücken, vorbei. Das waren relativ viele. Ich glaube, 40 Folien haben wir da gehabt. Ja, das waren an die 40 Slides, ja. Genau. Dauert aber auch über eine Stunde anschließend. Ja? Mhm. Und jetzt haben wir nur noch 20 über. Jetzt haben wir nur noch 20 Slides, die auch ein bisschen mehr die technischen Aspekte beleuchten. Also geht sozusagen ein bisschen mehr in die Tiefe. Genau. Sie werden dann an unserem Gesichtsausdruck immer genau erkennen können oder spätestens in dem, was wir sagen, wie gut wir uns selber damit auskennen. Ich selber bin ja eher oberflächlich in allen Sachen, die technisch sind. Insofern, wenn da jetzt Softwareentwickler und Systemadministratoren zuschauen, mal gucken. Wir sind jetzt eher die Kaufleute, die auf diese Themen schauen an der Stelle. Und aber genau, vielleicht können wir Ihnen trotzdem ein bisschen helfen, das einzuordnen. Und es gibt auch noch Leute, die sich viel besser als wir technisch und tief auskennen. Die kriegen wir nur irgendwie nie so leicht in diese Webinare rein. Ne? Die sind aber trotzdem auch über unseren Chat etc. dann erreichbar, wenn man Fragen hat. Also insofern gerne zum Beispiel bei uns über die Website entsprechend einfach Kontakt mit uns aufnehmen und dann wird es von den Kollegen entsprechend auch weitergegeben und wir machen eine entsprechende Klärung auch von technischen Fragen. Also wir haben einen Chat, der müsste auf einer dieser zwei Seiten sein, während das Webinar stattfindet. Und unten drunter, wenn Sie nur noch die Videoaufnahme angucken. Beides funktioniert ganz gut. In die Sachen, die im Live-Chat gucken, gucke ich ab und zu rein. Und dann werden wir das spätestens am Ende aufgreifen. Und wenn Sie einen Kommentar schreiben, kriegen wir später eine Mail und melden uns dann auch. Sie können auch auf unsere Website weiterklicken, wenn Sie jetzt nicht öffentlich einen Kommentar abgeben wollen, sondern eher individuell mit uns in Kontakt treten wollen. Das ist letztendlich auch das Ziel dieses Webinars, Vertrauen zu schaffen und Ihnen zu verdeutlichen, mit uns können Sie über Google, G Suite und die Google Cloud-Plattform auch auf technischer Ebene sprechen. Tun Sie das einfach. Dann würde ich sagen, without further ado, ich habe auch den Paul gar nicht richtig vorgestellt. Ja? Ich stehe heute auch noch so schön im Google-Shirt. Ne? Ja. Ja, genau. Ich bin aber bei Cybert Media natürlich auch seit 15 Jahren und freue mich wieder dabei zu sein. Heute. Aber Sie sind ja auch alles Wiederholungsgucker. Sie haben das ja sozusagen jetzt beim letzten Mal schon mitgemacht. Vielen Dank übrigens auch. Wir hatten gesagt, wir machen den zweiten Teil nur, wenn sich jemand meldet und uns daraufhin auffordert. Das ist tatsächlich auch passiert. Schön, wenn sowas tatsächlich klappt. Vielleicht nochmal ganz kurz inhaltlich an der Stelle. Wir haben ja das letzte Mal darüber gesprochen, wie sich die Unternehmenswelt so gewandelt hat, wie sich die Anforderungen auch an Unternehmen entsprechend wandeln, durch immer kürzere Reaktionszeiten auch an den Märkten, dass immer schnellerer Wandel auch stattfindet und hatten dann gezeigt, wie die Google G Suite letztendlich dabei helfen kann, das Ganze zu diesen Wandel auch mit zu gestalten und aktiv anzugehen. Heute geht es jetzt eher in den Bereich Security und AI, letztendlich Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz rein und was Google so in diesem Kontext macht mit seiner G Suite. Man könnte sagen, alles, wovor die Deutschen Angst haben. Ne? Richtig. Also zum einen geht es um Sicherheit. Sind meine Daten da sicher? Datenkrake Google, sollte man das überhaupt machen oder muss man da Angst vor haben? Und dann diese, ich habe gerade aufgehört, ein Hörbuch zu hören von Richard David Precht, Hirten, Jäger und Kritiker oder irgend sowas. Mhm. Und also die Welt ist eigentlich schon zusammengebrochen, wenn sie dem Glauben schenken. Und Google darf man schon mal gar nicht irgendwie glauben und auch nicht vertrauen, weil die durch die künstliche Intelligenz, ich weiß nicht genau, ob der wirklich weiß, wie intelligent die künstliche Intelligenz heute ist, uns schon längst beherrschen und durchleuchten. Und wenn nicht heute, dann spätestens im Jahr 2040. Ich fand es nicht so richtig gut und auch ziemlich flach, deshalb habe ich aufgehört zu lesen, aber vielleicht hat ja einer von Ihnen die Ausdauer besessen, es bis zum Ende durchzulesen und dann können Sie mir unten drunter nochmal schreiben, warum ich es vielleicht zu Ende lesen sollte. Wir versuchen uns mal ein bisschen auf einer pragmatischeren Ebene damit auseinanderzusetzen und zeigen mal die erste Folie. Genau, ja, das ist das Titelslide. Die von Ihnen und euch, die das letzte Mal schon dabei waren, die kennen das natürlich.
Thema ist ja nochmal neue Arbeitswelten mit der Google G Suite. Und dann kommen wir nochmal zur Übersicht der Themen. Das letzte Mal haben wir uns eben die Evolution of the Enterprise angeschaut und die Frage beantwortet, warum eigentlich dann die G Suite in dem Setting und unter Berücksichtigung dieses Wandels in der Unternehmenswelt. Und jetzt kommen wir zu den nächsten Teilen, wo es darum geht, wie kann man Sicherheit in seine Geschäftsabläufe mit reinbringen mit der Google G Suite und wie kann man sich auch einen Wettbewerbsvorteil mit der letztendlich in die ganzen Applikationen der G Suite integrierten AI von Google auch letztendlich verschaffen. Hier sieht es ja noch so aus, als hätten wir nur zwei Sachen geschafft, ne? Ja, genau. Vom Verhältnis haben wir eigentlich zwei Drittel des Slide-Decks natürlich gearbeitet. Die, genau. Die Folien und die Agenda täuschen da offensichtlich. Mhm. Springen wir mal rein, ne? Das ist, ich habe gerade zuletzt gehört von einem Konzernmitarbeiter, der sagte, also wenn es um Datensicherheit geht, dann wird bei denen auch ganz gerne so mit diesem Bild einer Burg und am besten noch mit einem riesigen Burggraben und Krokodilen da drin und so weiter gearbeitet. Und ja, wir möchten uns ein bisschen anschauen, wie kann man seine Daten sicher halten, ne? In der Organisation. Heißes Öl und Feuer, das von oben an. Von der Brandmauer wird das runtergeworfen. Ja. Grundsätzlich ist es so, dass ich persönlich der Meinung bin, dass selbst die Deutschen immer noch viel zu wenig dafür tun, dass ihre Daten sicher sind und viel zu liederlich mit solchen Dingen wie Datenschutz umgehen, obwohl wir ja gerade durch die DSGVO oder GDPR, wie die Engländer das sagen würden, gerade ein Gesetz bekommen haben, mit dem sich ganz viele große Konzerne, für die wir auch arbeiten, sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Und das Paradoxe an dieser Welt ist, dass gerade Google in meinen Augen ein wirklich pragmatischer, einfacher und hochwertiger Treiber von Datensicherheit ist. Seit wir das zum Beispiel benutzen, ist es für mich ganz einfach, eine Zwei-Faktoren-Authentifizierung zu benutzen, kommt bestimmt noch eine Folie zu, würde ich zumindest hoffen, ohne dass die mein Leben jetzt irgendwie, ich die ganze Zeit irgendwie so einen blöden Dongle dabei habe und dann immer so eine lange, ewig lange Nummer eingeben muss. Und es ist einfach praktisch und trotzdem super sicher. Und das würde ich gerne so ein bisschen auf diesen Folien rausarbeiten, dass es keine Gegensätze sind. Ja? Also dass nicht Google sozusagen gleich heißt, irgendwer horcht mich aus. Und vor allen Dingen auch, dass Sicherheit nicht gleich heißt, unbenutzbar, da entsteht eine Riesenbürokratie und kann kein Mensch wirklich real auch dann nutzen. Das ist auch ein wichtiger Brückenschlag, den du da auch ansprichst, weil viele Leute im privaten Umfeld sehr, sehr lax auch mit den Daten umgehen, wie du es sagst, und dann aber auf ein sehr restriktives Umfeld eigentlich in der Organisation auch treffen, ne? Und dadurch auch nie so ein richtiges Bewusstsein für Datensicherheit erleben, sondern das einfach nur so eine als Sperrung wahrgenommen wird und als Blockade in der täglichen Arbeit dann. Gleichzeitig ist es auch häufig so, dass Leute sagen, ja, was hat mir letztens gesagt? Ja, aber diese Google-Apps, die installiere ich auf meinem Handy nicht. Sagte die, legt ihr Handy auf den Tisch. Und zwar ein Android-Handy. Und dann dachte ich, okay, sorry, aber das ist gar nicht verstanden, weil nämlich ein Android-Handy kann man gar nicht in Betrieb nehmen, ohne einen Google-Account anzulegen und sich mit dem einzuloggen. Das heißt, wir sind sozusagen schon ganz unten im Betriebssystem drin, bei so einem Android-Handy. Ich habe mir es dann verkniffen und habe nicht gesagt, naja, vielleicht kaufst du dir ein Apple-Handy, wenn du keine Google-Accounts haben willst, aber selbst da muss man ja sagen, dass es ja so ein bisschen Rumor gab, dass letztendlich die iCloud letztendlich auf Basis der Google Cloud betrieben wird. Insofern muss man da auch mal sehen, dass sehr, sehr viele Leute Google-Dienste letztendlich und auch die Google Cloud-Plattform nutzen. Ohne womit dann wieder die Frage aufgeworfen wird, wenn ich jetzt bei Google meine Daten speichere, hat Google denn dann Zugriff darauf? Ja, müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Den vielen Kunden, mit denen ich spreche, denen ist gar nicht klar, was es eigentlich heißt, wenn Server sozusagen zwar zur Verfügung, aber in sich verschlüsselt bereitgestellt werden. Also, dass ich quasi derjenige, der den Server mir zur Verfügung stellt, rein technisch gar keine Möglichkeit hat, auf die Daten, die ich bereitstelle, zuzugreifen, selbst wenn er die böse Absicht hätte, das zu tun. Das heißt, ich kann sehr wohl in einem Bus wollte ich jetzt gerade mitfahren, ohne dass der sozusagen dem Bus gehört und der ihn lenkt und so weiter, irgendeinen Einfluss darauf hat,
was für Daten ich da in meinem Rucksack jetzt. Das eine ist ja die Verschlüsselung der Daten, die letztendlich auch vorgenommen wird. Das andere ist aber auch, dass man manchmal den Eindruck hat in einem Gespräch, dass jemand sich das so vorstellt, dass ein Google-Mitarbeiter sitzt und sich irgendein Dokument letztendlich durchliest. Ne? Also der schaut praktisch sich diese ganzen Dokumente an. Das sind ja letztendlich Algorithmen, die dann vielleicht automatisch auf gewisse Dinge reagieren. Und das ist jetzt nicht so, dass da irgendein Google-Mitarbeiter auf ihre E-Mails oder irgendwas Ähnliches dann zugreift. Und wenn man, also der Schreckliche daran ist, dass diese absurde Vorstellung, dass ein Google-Mitarbeiter in der Lage sein könne, in ihren G Suite-Account zum Beispiel reinzugehen und ihre Google-Tabellen anzugucken, ich bei anderen amerikanischen Unternehmen schon erlebt habe, wo ein Mitarbeiter mir eigentlich mehr oder weniger in so einer Bierlaune-Gespräch, also wir hatten kein Bier, aber saßen in so einem Rechner und es war eine Konferenz schon relativ spät am Abend und dann zeigte er mir, guck mal hier, und das hier ist jetzt der Service Provider X, keinen Namen, und hier sind die ganzen Support-Issues, klick dann einen rein und du siehst dann halt, was die Supporter und der Kunde geschrieben haben. Mhm. Und das ist halt ein Mitarbeiter von diesem Dienst. Also genau das, was so, sagen wir mal so, da draußen auf der Straße sozusagen befürchtet wird, passierte da tatsächlich. Mhm. Ich habe gefragt, sag mal, hast du nicht das Gefühl, dass das irgendwie total riskant für euch ist, wenn eure Kunden sowas rausfinden? Und, ach nee, die Amerikaner, das interessiert die nicht. Und unser Cloud-Dienst ist in Deutschland eh nicht so intensiv genutzt. Und insofern kann man jetzt gar nicht sagen, dass es so abwegig ist, nur kann Google oder Microsoft oder Apple oder Facebook, die können sich das halt gar nicht leisten. Also Facebook wird ja dafür geschlachtet, dass der amerikanische Präsident die Plattform dafür benutzt hat, um die Wahl zu manipulieren. Ist ja nicht so, dass Facebook die Wahl manipuliert hätte, sondern die werden dafür geschlachtet, dass sie es zugelassen haben. Und das wäre für Google sozusagen absolut eine krasse Nummer, wenn die jetzt zulassen würden, dass einzelne Mitarbeiter auf Daten zugreifen könnten. Wohlgemerkt, zum Beispiel, wenn jetzt Apple die iCloud bei Google in der Cloud hostet, dann hat Google definitiv keine technische Möglichkeit, auf diese Daten zuzugreifen, weil die da verschlüsselt sind. Genau, vielleicht in Bezug auf die G Suite auch nochmal wie zwei Beispiele dafür, wie da mit solchen Sachen umgegangen wird. Es kann natürlich mal sein, dass man einen Support-Case hat und sagt, ich habe hier gerade Problem XY festgestellt. Man kann sich dann einen Support-Pin letztendlich generieren, um dann sich zum Beispiel telefonisch bei dem Google-Support auch zu melden. Und dann wird ein Case von deren Seite aufgemacht und erst auf Basis dieses Cases kann dann ein gewisser Zugriff erfolgen. Das wird halt alles entsprechend mitgeloggt, mitgeschrieben, wer da wann letztendlich was macht, und das ist sehr anlassgetrieben. Das gleiche auch bei Google Vault, wenn man da entsprechend im Bereich Daten Recovery zum Beispiel Dokumente wiederherstellen möchte oder ähnliches, dass man wirklich dort auch erstmal Cases anlegt und sagt, okay, das ist der Treiber dafür, dass ich jetzt hier einen Datenzugriff vornehme und entsprechend das Ganze dann mitgeloggt wird letztendlich auch, sodass man halt nachvollziehen kann, okay, was war jetzt der Treiber? Und das sind dann auch nur Dinge, wo man einen ganz klaren Fall hat, wo man sagt, da muss ich jetzt an der Stelle nachschauen, wie das beispielsweise in Dokument XY liegt oder was da für ein Fall vorliegt. Aber am Ende kann man sagen, das hat schon was mit Vertrauen zu tun, wenn sie, es ist denkbar, dass die Google-Mitarbeiter sich selber irgendwelche Support-Tickets generieren und dann da zugreifen und anschließend noch das Log-File so manipulieren, dass es niemand sehen kann. Also da entsteht auf jeden Fall eine Situation, in der man am Ende, kommen wir nochmal zu der Folie zurück, dann gleich mal die nächsten aufrufen, das ist ja sozusagen am besten wird ja ein Film draus, wenn irgendjemand es schafft, diese dicke Mauer durch irgendeinen Trick zu durchlöchern. Und da ist dann die Frage, wie gut vertraue ich denn meiner Burg? Steht da irgendwo noch eine Tür offen? Soll das so sein? Und am Ende ist es halt was mit Professionalität zu tun hat. Lass uns nochmal noch ein bisschen tiefer hier reingehen. Genau, ja, die nächsten Slides stellen also so ein bisschen dar, wie diese Burg eigentlich aussieht, die da gemacht wird auch, ne? Die da aufgezogen wird. Genau. Gut, das Erste, das ist einmal klar, dass wenn eine Datenpanne passiert, dass das häufig eine sehr, sehr unangenehme Situation ist, gerade wenn es auch in Richtung Kundendaten geht zum Beispiel, das sogar sehr, sehr krasse Auswirkungen auch auf ein Geschäftsmodell von einem Unternehmen haben kann. Und spätestens jetzt seit dem Mai 2018
haben wir über die DGSGVO auch heftige Strafen, die Unternehmen in Europa treffen können, wenn sie da sozusagen Schindluder treiben oder auch einfach fahrlässig damit umgehen. Insofern ist nicht nur das Image, das da gefährdet ist, sondern auch ganz, ganz konkret Strafzahlungen oder Schadensersatzzahlungen, die möglicherweise geleistet werden müssten. Weil wir jetzt zwei, dreimal auf DSGVO zu sprechen kamen, auch an der Stelle nochmal ein Verweis. Wir haben von Vicky Chadha haben wir mehrere Talks auch bei uns im YouTube-Channel, wo er über die Situation Datenschutz und Google Cloud auch spricht und welche Schritte man dort für die DSGVO-Konformität zum Beispiel auch gehen kann. Kleiner Seitenverweis an der genau. Stelle. Um das nochmal kurz einzureiben, wenn Sie das Video sehen und denken, es sei rechtswidrig, bei Google irgendwelche Daten zu speichern, habe ich tatsächlich schon gehört von Kunden, das ist Quatsch. Also das ist einfach sozusagen nicht korrekt. Und da lohnt sich dann vermutlich dann tatsächlich mal nach zum Beispiel Google, DSGVO, Chadha oder Cybermedia zu suchen, um sich diese Videos anzugucken und da sich so ein bisschen mehr zu informieren. Genau, also dass es eine große Problematik darstellen kann, wenn solche Datenpannen passieren, das ist ganz klar. Da kann man sich aber auch mal anschauen, wie die aktuelle Situation ist, weil viele Leute oder viele Organisationen arbeiten ja vielleicht mit einem zentralen Server, File-Server zum Beispiel zusammen, haben dann wiederum auf den Rechnern der einzelnen Mitarbeiter auch entsprechende On-Premise-Software, mit der sie zum Beispiel Textverarbeitung betreiben. Da werden dann Daten per E-Mail hin und her geschoben und es findet vielleicht auch ein Zugriff auf der Arbeit oder auch zu Hause statt. Und letztendlich bietet diese Vielzahl der Stellen, an denen auch Dateien dann vorliegen und an denen sie hin und her geschoben werden. Das kann sein, dass man das auf dem lokalen E-Mail-Client dann vorliegen hat. Das liegt vielleicht nochmal auf einem File-Server, dann liegt es vielleicht nochmal im Dateisystem auf dem lokalen Rechner. Das heißt, man hat Redundanzen dort von Dateien, was auch zum Beispiel die Gefahr, dass ein ungewollter Zugriff auf Daten erfolgt, weil Files irgendwie zugänglich werden für andere, dass die sich letztendlich auch multipliziert durch diese Art der traditionellen Zusammenarbeit mit Dokumenten. Für diejenigen von uns, die wieder Paul und ich technisch ein bisschen oberflächlich unterwegs sind, Dateien sind ein schöner Ort, um einen Virus oder eine Angriffswaffe technisch unterzubringen. Das können Word-Dateien sein, das können Excel-Dokumente sein. Am besten sind es ausführbare Dokumente. Die können auch auf USB-Sticks gespeichert sein. Und all diese Dateien und Elemente verschwinden ja, wenn ich in Google G Suite das online erstelle, weil ich ja dann nur noch einen Link habe. Ja, das heißt, ich habe nur noch die Web-Oberfläche und es gibt quasi in der Form gar keine Datei mehr, wo irgendein Hacker jetzt ein trojanisches Pferd unterbringen könnte. Und auf diese Weise können sie sich keinen Virus einfangen, wenn Sie ein Google Doc angucken. Sie können sich aber sehr wohl und auch relativ einfach ein Virus einfangen, wenn Sie ein Word-Dokument oder eine Excel-Datei eröffnen. Und deswegen ist immer wieder die Frage, ja, also da wird einem ja gesagt, öffne keine Anhänge, nur wenn Sie von vertrauenswürdigen Sendern kommen. Aber schauen Sie mir kurz in die Augen, wer ist denn ein vertrauenswürdiger Sender? Was heißt denn das? Wo ist denn da die Grenze? Also, vielleicht ist ja ein Kunde. Und wer weiß, dass der vertrauenswürdige Sender auch sein System auf dem aktuellen Stand gehalten hat. Vielleicht ist der total vertrauenswürdig, hat aber keine Ahnung von seinem Rechner und dann ist der sozusagen gehackt worden. Und Sie haben doch bestimmt schon mal, also ich kriege, würde ich sagen, einmal die Woche schickt mir irgendjemand bei Facebook, per Facebook Messenger oder bei Skype irgendeine Meldung mit irgendeinem Link, wo dann irgendwelche Pornoseiten oder halt tatsächlich auch irgendwelche Attacken sozusagen virtuell durchgeführt werden sollen. Und dann sieht man ja, oh, der eigentlich mir vertrauenswürdige Freund hat offensichtlich seinen Rechner nicht so richtig unter. Dann schreibt er, das tut mir leid, ich wurde gehackt. Im einfachsten Fall hat er nur sein Facebook-Passwort nicht besonders sicher gewählt und die anderen haben das per Brute Force rausgefunden. Das ist also gerade im geschäftlichen Umfeld sind ja auch einfach viele Leute unterwegs, wo man ehrlich sagen muss, die haben keine Ahnung von ihrem Rechner. Die wissen gar nicht genau, wo kann jetzt ein Virus auf mich lauern. Und das ist eigentlich ganz schön, wenn ich eine Situation habe, in der ich einfach mal 90% der Fälle, in denen ich ein Virus kriegen kann, sind halt platt. Weil
zum Beispiel bei der E-Mail, die E-Mail schon auf dem Virus gescannt wurde, weil die Dateianhänge tatsächlich gar keine Dateianhänge sind, sondern auf einer Web-Oberfläche geöffnet werden. Schon ein großer Sicherheitsvorteil. Auch als Beispiel, wenn ich jetzt mit einer Datei weiterarbeiten möchte, ne, und ich habe jetzt vielleicht meinen stationären Rechner auch im Büro stehen, weiß, ich will am Abend nochmal an einer Datei weiterarbeiten, dann gehe ich eben nicht hin und nutze den USB-Stick, den ich dann vielleicht dummerweise in der Bahn vergesse, sondern arbeite einfach von zu Hause über den Browser, wähle mich ein und arbeite dann dort an dem Dokument weiter. Ne? Ohne auch, dass das irgendwie jetzt lokal dann auf meinem Rechner unbedingt gespeichert wird. Der Zugriff wird da auch wieder über zwei Faktoren authentifiziert und so weiter und so fort. Genau. Wir schaffen es auch mit den wenigen Folien lange zu brauchen. Das stimmt, ja, kriegen wir gut hin, ja. Genau, okay, E-Mail ist natürlich ein großes Thema, ne? Das ist so das Nummer eins Thema, was auch Spam und Phishing und Co. angeht. Und dort schaut E-Mail sowohl auf der eingehenden Seite oder Gmail letztendlich sowohl auf der eingehenden als auch auf der ausgehenden Seite eben, was man dort tut. Und wir kennen das auch zum Beispiel, wenn man Attachments außerhalb der Organisation schickt, ne, oder wenn man Kalendereinladungen außerhalb der Organisation schickt, dass bei uns in unserem Setting, auch in unserer Organisation, dann nochmal eine kleine Info kommt, dass man entsprechend das mit externen teilt, die außerhalb der Organisation liegen. Und das soll nochmal dabei helfen, letztendlich oder auch beim Teilen von Dokumenten, dass man sich vor Augen hält, okay, das ist jetzt gerade eine Information, die ich außerhalb unseres Unternehmens teile. Und dadurch wird mehr Sicherheit. Da hätte ich zwei Fragen zu. Hier geht es ja auch um Spam. Wie sieht denn das bei Ihnen so aus? Wann haben Sie das letzte Mal eine Spam-Mail bekommen, die in Ihrer Inbox lag? Und wie viel Problem macht das für Sie? Und dann würde ich diese Frage, da Sie können ja mal in den Chat schreiben, wenn Sie jetzt gerade zuschauen und uns da eine Antwort geben wollen. Oder Sie schreiben in den Kommentar was. Sind Spams, ist das ein Thema für Sie? Paul, wann hast denn du das letzte Mal mit Spam dich beschäftigst, dass es dich das irgendwie genervt hat? Oder? Also das Einzige, was, wie ich mich mit Spam beschäftige, ist tatsächlich in den Spam-Ordner mal reinzuschauen. Ah, okay, du guckst in den Spam-Ordner rein. Ich gucke da von Zeit zu Zeit rein, einfach um zu gucken, ob es zu restriktiv war. Aber ist ja jetzt mal ein Trigger für mich. Der Fall, dass jetzt, wahrscheinlich hast du da ein paar Tausend dann irgendwie. Ich gucke jetzt einfach auch mal in meinen Spam-Ordner, das habe ich schon seit Wochen oder Monaten nicht mehr getan. Aber dass Spam durchkommt, ist praktisch nicht existent. Das Einzige, was... Darauf will ich eigentlich hinaus. Genau. Es kann ja mal passieren, dass ein Newsletter oder sowas in Spam markiert wird, wo ich dann sage, den will ich eben doch nochmal mir anschauen. Ich teile das mal hier. Aber andersrum ist das quasi schauen wir mal, existent. Das ist jetzt wirklich sozusagen live, könnte man sagen, ja? Martins Inbox live. Inbox gucken wir uns mal an. Wir nehmen einfach mal den ganzen Screen. Google Inbox nutzt da hier an der Stelle auch. Okay, das ist jetzt nicht so hilfreich, aber hier. Also das ist jetzt meine Google Inbox und das ist mein Spam-Ordner. Den habe ich seit Wochen nicht mehr angeschaut. Und wir gucken jetzt alle mal gemeinsam, ob hier irgendein False Positive, würde man das nennen. Ja? Also irgendein Kunde... Du siehst den Chefkoch-Newsletter zum Beispiel. Da kannst du halt überlegen, ob du den Chefkoch-Newsletter gerne haben wolltest oder nicht. Vermutlich habe ich da mal drauf gedrückt, weil ich den nicht abonniert habe. In 95% der Fälle bin ich auch froh, dass es raus ist. Deswegen, also wie gesagt, das ist eher sowas, dass da eine wichtige Mail hängen geblieben ist. Das habe ich eigentlich auch noch nicht erlebt, sondern ich gucke eher mal so alle 1 bis 2 Wochen einmal durch. Guck mal da, das ist ein Mieter von mir. Und ich behaupte, guck, der ist nämlich gehackt worden. Da sind wir da wieder. Ja, also den kenne ich nämlich. Aber dessen Rechner wurde leider, das traue ich dem auch direkt zu, jetzt sozusagen so live auf Video, aber kann ja jedem mal passieren, ja? Wäre ja nicht bei Google. Hier ist nichts. Also das wird jetzt auch nicht besser, dass ich hier noch weiter scrolle. Ich habe recht, dass ich mich damit nicht auseinandersetze. Brauche ich alles gar nicht. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, machen wir es mal wieder aus hier. Stopp. Ist ja nicht so schlimm. Aber wie viele Mitarbeiter haben Sie denn? Haben Sie 3? 30? 30.000? Das Problem, das hört ja nicht bei 2 auf. Es ist ja nicht so, dass Sie nur 2 E-Mail-Inboxen hätten und diese Verteilerdamen oder Herren dann die weiterverteilen würden, sondern dieses Spam-Problem, das Sie haben, selbst wenn Sie das nur 5 Minuten am Tag kostet, das müssen Sie multiplizieren mit jedem Mitarbeiter, der einen E-Mail-Briefkasten bei Ihnen hat. Da sind wir, also das hat jetzt natürlich nicht so viel mit Sicherheit zu tun, sondern viel mehr mit Produktivität auch. Das kostet ja einfach unglaublich viel Kohle.
wenn sie, wenn ihre Mitarbeiter die ganze Zeit damit beschäftigt sind, irgendeinen Spamfilter anzuwenden. Hallo, das ist jetzt aber eher keine E-Mail, die ich sehen will. Das habe ich auch schon 5-mal gesagt. Es wäre eigentlich ganz gut, wenn du das Algorithmus das jetzt mal verstehen würdest. Da sind wir übrigens wieder bei der künstlichen Intelligenz. Korrekt, ja. Die überall manchmal, eingebaut ist. Ja, also. Manchmal ist sie intelligent, manchmal nicht so. Gut. In Spams steckt natürlich auch viel Böses drin. Das wollen wir auch nicht haben. Insofern ist auch gut, dass das weg ist. Also Google wirbt hier mit 99,9% Genauigkeit. Wobei wir alle nicht so genau wissen, ist das jetzt viel oder wenig? Ja? Also wie viele Mails kommen denn da so bei Cyber Media an? Ja, also mit Sicherheit gibt es da auch ausführlichere Statistiken, die bereitgestellt werden. Gefühlt funktioniert das jedenfalls sehr gut. Mhm. Genau. Es gibt im Admin-Panel von Google einfach auch Möglichkeiten in Form der Data Loss Prevention, also zu vermeiden, dass Daten das Unternehmen zum Beispiel verlassen, wo man das nicht möchte, also in Form des Security Centers einfach zu beobachten, was in puncto Sicherheit passiert innerhalb der Organisation, das Ganze zu beobachten und dann im Zweifel entsprechende Maßnahmen auch zu treffen. Da haben wir letztes Mal relativ lange drüber gesprochen, ja, das ist auch, man da ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht über die Richtlinien die Usability so sehr beschränkt, dass die Leute dann am Ende doch wieder Dateianhänge oder sowas per Mail verschicken. Ja. Aber zum Beispiel jetzt danach zu gucken, welche Dokumente sind denn mit externen geteilt worden und von wem, ist vielleicht hilfreich. Oder was weißt du, was da für... Was steht denn da dann in diesen Auswertungen? Also als Beispiel, das Beispiel, das hier genannt wird, ist, dass man, also bei Data Loss Prevention zum Beispiel, dass man eben rausfiltert, was Kreditkartendaten sind. Und wenn die eben extern geteilt werden, dass dann eine Sperrung der Dokumente zum Beispiel erfolgt. Okay. Ja, dass einfach kein Zugriff auf Kreditkartendaten. Das würde ich jetzt auch nicht als besonders schlaue künstliche Intelligenz, aber gut, das ist vielleicht besser als nichts. Genau, das andere sind so Sachen hier wie Message Delivery zum Beispiel oder Authentifizierungsvorgänge, die stattfinden, dass man halt gucken kann, gibt es ja außergewöhnlich viele auf einmal, wo man dann vielleicht einmal reinschauen will. Also viele der erfolgreichen Hacking-Methoden sind ziemlich billig. Sie können sich das so vorstellen, als stehen Sie vor einer verschlossenen Tür und probieren 700.000 Schlüssel aus und irgendeiner funktioniert dann. Und genau so werden ganz viele Passwörter geknackt. Also wenn Sie ein Passwort haben, das nur 6 Zeichen hat, dann kann man innerhalb von wenigen Sekunden oder Minuten mit einem hochwertigen Rechner einfach so viele Brute Force, nennt sich das, unterschiedliche Variationen ausprobieren, bis irgendeine dann passt, weil halt 6 Zeichen nicht genug Permutationen anbieten, um wirklich sicher zu sein. Und es ist auch nicht besonders intelligent, aber es funktioniert halt. Deshalb muss man ein langes Passwort wählen, dann geht das nicht mehr, weil die Permutationen zu groß werden. Und okay, Kreditkarten. Ja, jetzt verschicken die meisten ja jetzt nicht so viele Kreditkarten. Ich das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, was man als Trigger setzen kann. Ich wäre überrascht, wenn wir überhaupt nur eine einzige Tabelle oder Google Doc oder Präsentation haben, in denen echte Kreditkartendaten drinstehen. Ja. Da wäre ich auch enttäuscht von unseren Mitarbeitern, wenn die sowas machen würden. Aber gut, das kann Google also verhindern. Ja, es ist natürlich, wenn man jetzt im Banking-Umfeld oder so unterwegs wäre zum Beispiel, kann es halt wieder eine andere Relevanz haben, wo man halt sagt, okay, vielleicht kann man dadurch erkennen, dass hier mit Kundendaten hantiert würde und dann kann man entsprechend darauf reagieren. Man kann das beliebig restriktiv machen, kann man eigentlich sagen. Ne? Bis dahin, dass einige Organisationen eben komplett das Sharing von Dateien dann außerhalb der Organisation blockieren, was natürlich wieder die Kollaboration dann massiv erschwert. Schauen wir mal weiter. Ja, Zertifizierung und Co. Ne? Also Folie einblenden macht Sinn in dem Kontext. Es gibt eine ganze Reihe von Zertifizierungen, die Google vorweisen kann an der Stelle. Es gibt sehr umfangreiche Materialien von Google auch genau zu dem Thema, wie sie diese Standards einhalten, was sie dort machen, was das für ein Personalinvest auch auf Google-Seite, wie viele 100 Engineers sie an das Thema Security setzen. Und wir sehen rechts auch die Compliance, die mit den EU-Richtlinien, die eingehalten wird, an denen sich dort orientiert wird. Und zum Beispiel HIPAA, was wir hier auf der rechten Seite auch mit sehen, das ist in Bezug auf Gesundheitsdaten sehr relevant. Also wenn man mit Patientendaten da letztendlich dann agiert. Und das sind so die Standards, die Google einhält an der Stelle. Ja, gerade diese EU-Sachen sind, glaube ich, für deutsche Kunden wirklich wichtig, dass man sich darauf verlassen kann, dass man Daten tatsächlich bei Google speichern darf, ohne sich als Unternehmer dann irgendjemand dafür rechtfertigen zu müssen.
Wer sich mit den ISO-Zertifizierungen beschäftigt, der weiß, wie viel Zeit auch dahinter steckt sozusagen. Und das ist, sind sozusagen Bestrebungen, die Google schon sehr, sehr lange entsprechend auch vorantreibt und da sehr, sehr umfangreiche Aktivitäten auch durchführt. Letztendlich haben sie auch bei der Google Next, das ist so ein Announcement nochmal gewesen, sie erachten sich heute auch schon von den bestehenden Cloud-Diensten als der sicherste Anbieter und möchten das ganz klar auch über die nächsten Jahre in der Wettbewerbspositionierung noch stärken, dass Google letztendlich die sicherste Cloud der Welt anbietet. Das ist die ganze Zielsetzung dabei und da wird sehr, sehr, sehr intensiv auch investiert. Und also vielleicht Konkurrenten, die Google da sozusagen im Blick hat, sind zum einen hauptsächlich Microsoft, sicherlich Amazon auch. Mit diese, Amazon Web Services. Und Alibaba. Vielleicht irgendwie Apple, weil das jetzt im Unternehmensumfeld, in dem wir uns bewegen, eigentlich ziemlich unüblich ist. Ja, da haben die Leute höchstens dann irgendwie privat auf ihrem Handy das Backup in der iCloud oder sowas, aber ein richtiger Cloud-Provider sind die nicht wirklich, würde ich sagen. Gut. Schauen wir mal weiter. Google und die Sicherheit. Paar Folien haben wir noch, ne? Wir wollten noch jetzt als nächstes etwas auf das Thema AI, künstliche Intelligenz, eingehen. Das heißt, wir hatten vorhin gesagt, das eine ist so ein bisschen die Defensive, ne? Dass man halt schaut, die Daten sicher zu halten, Datenpannen zu vermeiden. Und das wird sehr, sehr stark von Google getrieben. Das andere Thema ist künstliche Intelligenz, das in verschiedensten Produkten von Google uns heute auch immer wieder begegnet und das in der Zukunft sehr, sehr stark noch ausgebaut werden wird. Ganz kurz vielleicht zu der Sache noch, das ist ein äußerst umstrittenes, heiß diskutiertes und meines Erachtens auch interessantes Feld, das von vielen Leuten auch missverstanden wird. Insgesamt, wer sich dafür interessiert, das werden wir mit Sicherheit in diesem Webinar jetzt nicht der Sache richtig gerecht werden, wo man auch ehrlicherweise zusagen muss, dass Paul und ich da vermutlich zu wenig Ahnung von haben, aber von Diskussionen, die der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg mit dem Tesla-Gründer Elon Musk hat, wo der Zuckerberg ganz vereinfacht gesprochen sagt, eigentlich kann die Bots und die künstliche Intelligenz kann auch gar nicht so viel, ich weiß gar nicht, wo die ganze Angst herkommt und der Elon Musk schon sagt, hier alles verbieten und regulieren und so weiter. Jetzt der Microsoft-Gründer Bill Gates schlägt vor, da sozusagen eine Robotersteuer oder Steuer für künstliche Intelligenz zu erheben, um sicherzustellen, dass es keine Arbeitsplätze kostet. Viele Dinge, die Leute auch bewegen. Also kann ein Roboter morgen meine tägliche Arbeit abbilden. Das ist ein ziemlich starkes Thema. Wir sehen es auch differenziert. Was man sich klarer machen muss, wenn wir jetzt hier im Rahmen der Google Cloud von künstlicher Intelligenz sprechen, dann hat das überhaupt nichts damit zu tun, dass sie ihren Kassierer morgen rauswerfen können. Da sind wir, also Stand heute, sind wir da weit von entfernt. Sie kennen ja bestimmt diese Selbstzahlkassen. Aber natürlich also bei uns sind Rewe unten, die sind immer zu. Ja, die haben, ich glaube, 4 oder 8 von diesen Kassen. Ja. Und die werden nicht mal mehr betreut, weil das nicht angenommen wird. Es funktioniert nicht richtig. Das ist für den Arsch. Das ist quasi die Platzverschwendung, die da haben. Und ich fand die eigentlich immer ganz gut. Kommt da so ganz gut mit zurecht. Aber das ist halt einfach nicht alltagstauglich. Worüber wir sprechen hier ist, dass wenn Sie als Unternehmen einen großen Datenbestand haben, viele strukturierte oder vielleicht auch unstrukturierte Daten haben, dann können Sie mit der Google Cloud, wo Ihnen auf einmal Rechenkapazitäten ohne Ende zur Verfügung stehen, können Sie die analysieren und mit Hilfe von selbstlernenden Algorithmen, und da ist Google halt unheimlich stark, jetzt Strukturen erkennen und sagen, hey, guck mal, der Kunde, dem müsstest du eigentlich noch das Produkt verkaufen. Oder guck mal, dieser Kunde, der läuft hier Gefahr, das und das zu machen. Vielleicht solltest du ihm mal das und das vorschlagen. Oder ihr müsstet jetzt mal das und das machen, weil wir an anderer Stelle gesehen haben, dass wenn ihr das nicht macht, dass sozusagen eine Gefahr entsteht. Also relativ einfache, sagen wir mal, Klick-Klack Zusammenhänge, die aus strukturierten Daten gelernt und identifiziert werden können von Algorithmen.
Und man kann sich das, glaube ich, aktuell so ein bisschen so vorstellen, dass da wie so ein kleines Heinzelmännchen läuft quasi eine Routine über die Datensätze und sucht nach Mustern. Und dann braucht das irgendwie eine Validierung von einem Programmierer oder von vermutlich auch jemandem, der sich mit dem Geschäft auskennt, der sagt, ja, das ist ein relevantes Muster. Also wenn du sowas findest, dann ist das was. Dann weiß das Teil, alles klar, das ist offensichtlich ein relevantes Muster und kann dann halt selbstständig sozusagen an der Stelle weitermachen und sagen, guck mal, ich habe hier noch was gefunden und so weiter. Auf der Ebene funktioniert heute künstliche Intelligenz und da steht auch ziemlich viel Potenzial entsteht da. Also wir haben zum Beispiel jetzt auf dieser Google-Konferenz im Dezember letzten Jahres hat Metro relativ lange darüber gesprochen, wie die strukturierte Transaktionen analysieren, daraus lernen und so weiter. Die haben da natürlich auch viele Daten. Und da gibt es dann auch, wenn ich nur Kleinigkeiten automatisiert erkennen kann, relativ viele Effizienzpotenziale, die ich, die bewegen ja Tonnen von Waren und Gütern, wenn ich dann nur über eine künstliche Intelligenz rausfinden kann, wie ich vielleicht diesen Warenfluss ein bisschen effizienter gestalten kann, kann ich damit sehr viel Geld sparen. Wenn ich leichter rausfinden kann, dass ich vielleicht ein bisschen später die Waren nachbestelle und die dann trotzdem noch rechtzeitig ankommen, dann ist es hilfreich. Und auf der Ebene sehe ich zumindest heute Potenziale von künstlicher Intelligenz viel weniger, was man so in Filmen und futuristischen Büchern, die einige Leute auch zu Ende lesen, lesen kann. Kann man zur Folie zurück, was mir Google und Schauen wir mal sagen. Genau, was können wir denn eigentlich mit AI machen und wie kann uns das helfen, als Organisation besser, stärker und letztendlich auch erfolgreicher zu werden? Und das eine hast du eben schon angesprochen, ne? Das sind so diese Business Decisions, die ich damit treffen kann. Also wenn ich Informationen erhebe erstmal, die Informationen dann sinnvoll auch auswerte und genau bei dem Auswerten kann dann eben auch die AI sehr stark helfen, dann kann ich letztendlich bessere Entscheidungen treffen. Ja. Ja, das ist ein Thema, mit dem wir uns auch gerade beschäftigen. Da werden wir in der Folge auch noch zum Google Data Studio als Beispiel noch Vorträge und Ähnliches liefern, wo wir eben schauen, okay, wir haben einen riesen Datenbestand, den wir erheben, wie können wir darauf basierend Wobei eben, da noch überhaupt keine künstliche Intelligenz. Da ist jetzt in dem Fall noch keine Intelligenz drin, das ist noch viel Analyse, genau. Wir werden später mal sehen, wie zum Beispiel in Spreadsheets auch mittlerweile schon die Möglichkeit integriert ist, dass man mit Klartext letztendlich eine Frage stellt und dann Antworten darauf bekommt. Und genau das werden wir uns in dem Rahmen einfach noch mehr anschauen, was wir mit unseren Datenbeständen da selbst auch machen können. Das nächste ist so, Risiken zu reduzieren, wenn man merkt, okay, es gibt gewisse, auch zum Beispiel in dem Thema, was wir hatten vorhin mit den Datenpannen, ja, es gibt gewisse Muster, wenn das passiert, dann kann ich damit rechnen, dass das passiert, dann können entsprechende Risiken reduziert werden, indem man Warnsysteme hat und das dann entsprechend anschlägt, dann informiert und man hat mitgekriegt, okay, scheinbar muss ich da jetzt auch dann entsprechend einhaken. Ein dritter wesentlicher Punkt ist eben das Verständnis von Kunden, ja, dass ich halt Auswertungen zum Beispiel machen kann, wie Kundeninteraktionen so verlaufen und daraus lernen kann, wie ich die Kundenexperience auch besser machen kann. Eine Sache würde ich da noch ganz kurz zu sagen wollen. Wenn Sie selber keine Ahnung haben, was künstliche Intelligenz und selbstlernende Algorithmen Ihnen im Unternehmen helfen können, dann rate ich Ihnen, im Jahr 2018 sich mit dem Thema nicht zu beschäftigen. Also es ist nicht so, dass da jetzt Sie sozusagen Ihren ganzen Datenbestand in die Google Cloud hochladen würden und dann würden Sie sagen, so Google, jetzt mach mal deine künstliche Intelligenz an und Maschinenlernen und so und dann sag mir mal, was ich alles lernen kann. Das funktioniert so nicht. Also Sie brauchen quasi einen ziemlich eng gefassten Rahmen, in dem Sie Hypothesen testen, bestätigen und vielleicht auch iterativ dann verbessern. Das wäre dann quasi Maschinen- oder vielleicht auch selbstlernende Algorithmen, wirklich sozusagen künstliche Intelligenz. Aber also das ist schon sehr operativ. Wenn man Sie muss auch sagen, man braucht jemanden, der sich damit dann ein bisschen auseinandersetzt. Genau. Also auch die ganzen Lösungen, die dort am Start sind. Natürlich arbeitet Google daran, die immer intensiver in die anderen Produkte mit zu integrieren, sodass die ganz natürlich dann auch genutzt werden können. Ja. Sehen wir gleich nochmal als Beispiel mit der Sheets-Integration, wo ich eben Daten vielleicht einfach in einem Spreadsheet ablege
und dann eben Fragen stellen kann in Klartext. Das ist ziemlich cool, gell? Da kannst du also einfach oben in dieses, das sieht man hier jetzt vermutlich nicht so richtig gut, aber in dieses grün umrandete Feld gibt man sozusagen eine natürlich sprachliche Frage ein, funktioniert sogar in Deutsch, und dann versucht Google da sozusagen aus der Tabelle was rauszufinden. Also wie viele Kunden haben denn X? Und dann steht da irgendwie zum Beispiel Einser und Nuller für ein Produkt. Und das kann das dann. Also das habe ich schon mal gesehen, da habe ich so eine Beispieltabelle mal aufgerufen. Das war schon ganz cool. Man muss vermutlich schon ein Geek sein, um sowas toll zu finden, weil sie in der Realität einfach unten eine Summe machen würden und die dann nachzählen würden. Aber was man da so ein bisschen sieht, ist, dass der Computer immer mehr den Leuten hilft, Sachen zugänglich zu machen. Also ich kann sozusagen in natürlicher Sprache eine Frage stellen, die man eigentlich heute mit einem Excel-Makro oder jetzt hier so einem Skript oder irgendwie einer Zähle-Wenn-Funktion. Ja, oder wenn man jetzt den höchsten Wert rausfinden möchte, als Beispiel, hat eine sehr, sehr lange Tabelle, ne? Da wird man halt klassisch entsprechend rumscrollen. Und bei solchen Dingen kann das einfach sehr, sehr hilfreich sein. Und man muss ja auch sagen, dass das Thema jetzt noch nicht so alt ist. Ne? Ist diese Anwendung eher noch ein bisschen spielerisch. Ja? Nee, das will ich gerade sagen. Es ist im Moment noch in einem spielerischen Modus. Wir werden aber immer mehr Anwendungsfälle über die nächsten Jahre sehen, die einen konkreten Business-Impact dann auch haben. Womit dann sozusagen die Frage vom letzten Mal wieder aufkommt, wie lange können Sie es denn leisten, sowas nicht zu haben? Also heute würde ich sagen, kein Problem. Da wird keiner ihrer Konkurrenten durch so eine natürlich sprachliche Frage einen Wettbewerbsvorteil bekommen, mit dem er ihn irgendwie entläuft. Aber wissen Sie, wie es in 2 Monaten aussieht? Oder in 2 Jahren? Also das entwickelt sich halt relativ stark. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir jetzt hier über künstliche Intelligenz sprechen und die automatische Analyse natürlich sprachlicher Eingaben und so weiter, wenn Sie dieses Video schauen, und zwar auch im Jahr 2019, 2020, gucken Sie sich mal um. Haben Sie strukturierte Daten überall? Ist das sozusagen alles geschlossene Warensysteme, Warenwirtschaftssysteme? Ist das wirklich sozusagen alles akkurat, was Sie da an Datenpflege intern haben? Die meisten Unternehmen sind ein einziger Chaoshaufen, was sozusagen die digitale Erfassung von allem Möglichen, von Prozessen, von Daten, von strukturierten, von unstrukturierten Daten, die Sachen schlummern in irgendwelchen E-Mail-Postfächern, vollkommen quasi unzugänglich für alle Mitarbeiter. Und wenn Sie sozusagen nicht mal diese Hausaufgaben machen, dann werden Sie an die Stelle hier nicht schnell genug kommen, wenn Sie irgendwann feststellen sollten, meine Konkurrenten sind mir enteilt. Und das ist meines Erachtens ein Punkt, warum ich hier stehe und Ihnen mit Paul dieses Video aufnehme, weil ich mir erhoffe, dass Sie lieber 2 Jahre mit dem Paul und mir in dieser Google Spreadsheets-Tabelle uns wie kleine Kinder freuen, dass ich eine Frage stellen kann, die meine 7-jährige Tochter beantworten könnte und das der Computer halt machen kann. Da kann ich sagen, das braucht doch kein Mensch. Aber zum Zeitpunkt, wo wir das gut gebrauchen können, sind wir sozusagen am Start. Und naja, so als Unternehmer müsste man sich darüber meines Erachtens Gedanken machen. Genau. Risk Reduction hatten wir als nächsten Punkt dabei, ne, von den 3 Punkten. Und da hatten wir Phishing-E-Mails schon natürlich angesprochen. Das hatten wir vorhin sogar eine Live-Demo von Martin als Beispiel, ja, wo einfach eingehende E-Mails zum Beispiel analysiert werden, auch ausgehende E-Mails analysiert werden und dann, wenn gewisse Muster erkannt werden, eben darauf reagiert wird. Ne? Genau, das andere ist eben der Teil der Security Alerts, die da stattfinden, die zum Teil auch, also die Auswertungen, die dort stattfinden, künstliche Intelligenz nutzen, um Auswertung zu fahren und dann zum Beispiel in einem Security-Dashboard bereitzustellen. Was ja cool ist, letztendlich Google sehen, mir so ein rundum sorglos. Das ist eine coole Sache, aus geschäftlicher Sicht, Google bietet halt so eine Art rundum sorglos Paket an. Ja? Kümmert sich halt quasi darum, dass ich keinen Spam bekomme, dass ich keine Phishing-Mails bei den Mitarbeitern bekomme. Das ist so, kann man für einen günstigen Preis einkaufen und sich dann anschließend mit den Sachen nicht mehr beschäftigen. Das richtig. Ist einfach auch praktisch. Ja. Und ein Aspekt, den man auch nicht vergessen darf, ist, dass das Einspielen von irgendwelchen Security-Patches und so weiter, dass es ja vollkommen wegfällt letztendlich. Ne?
Also die Systemadministratoren können sich lieber damit beschäftigen, die Nutzung dieser Applikationen zum Beispiel weiter zu unterstützen und voranzubringen, anstatt sich mit irgendwelchen Updates und so weiter die ganze Zeit zu beschäftigen, weil die letztendlich ja automatisch eingespielt werden. Ja, Kundendaten analysieren, Kundenverhalten analysieren ist natürlich ein dritter wichtiger Anwendungsfall, der dabei helfen kann, das Ganze voranzubringen. Da ist ein Salesforce-Logo drauf. Weil da auch entsprechende Kooperationen bestehen zwischen Google und Salesforce. Ich gucke mir das gerade an, bin nicht so richtig begeistert, deshalb habe ich das gerade gesagt. Aber vielleicht lassen wir uns noch begeistern. Schauen wir mal. Auch ein Cloud-Anbieter. Gut, dann haben wir uns Business Security und Googles AI angeschaut und schauen mal in den Bereich Partnership für Erfolg. Das ist ja Martins Part auch das letzte Mal schon gewesen. Ne? Ja, es war jetzt nicht unsere Größe, diese Sachen vorzulesen. ATB Financial, it's not just about the tools, it's about getting people excited about what they can do. Ich würde auch noch mal auf das letzte Video verweisen und ansonsten vorschlagen. Genau, schön. Weiter. Schöne Zitate, ne? Ja. Genau, ja, es steckt eine Professional Services Organization auch hinter Google, auch wir entsprechend als Partner stehen natürlich von Anfang an zur Verfügung. Das ist die Werbefolie für den deutschen Dienstleister Cybermedia. Wir wollen ihnen gerne helfen. Also es gibt halt unglaublich viele Dinge, die relevant sind. Vielleicht haben sie einen Datenschützer, der sagt, nee, ist mir egal, was die sagen, ist mir auch egal, was Google da und was die EU veröffentlicht hat, wir machen das trotzdem nicht. Vielleicht wollen sie mit denen sprechen. Vielleicht haben sie aber auch einfach so ein einfaches Problem, wie sie sagen, ja, aber ich habe jetzt diese ganzen E-Mails hier, die bräuchte ich morgen auch noch, könnt ihr die mal migrieren? Oder sie sagen, ich bräuchte mal eine Schulung. Vielleicht brauchen sie auch einfach nur jemanden, der ihnen eine deutsche Rechnung schreibt für die Lizenzen, die sie haben. Viele dieser Anforderungen, die genau dann entstehen, wenn man sich ernsthaft mit sowas auseinandersetzt, können wir unterstützen und freuen uns, wenn Sie uns dazu kontaktieren. Genau, auch gerne bei technischen Fragen, die werden dann weder Martin noch ich beantworten, aber gerne melden und wir werden das entsprechend mit den Kollegen dann voranbringen. Letztendlich geht es auch um die Einführung der Lösung. Ne? Wenn man eine G Suite einführen möchte, in Abhängigkeit der Organisation, ist das ein kleineres oder größeres Unterfangen. Also ich würde mal sagen, alles, was unter 10 Usern läuft zum Beispiel, sollte innerhalb von eigentlich der Trial-Phase, die über uns dann 30 Tage dauert, komfortabel abbildbar sein. Je größer die Organisation wird, desto eher arbeitet man entsprechend mit einem Proof of Concept erstmal, der durchgeführt wird. Man nimmt entsprechend Entscheider und auch die IT-Organisation mit ins Boot und bereitet sie vor auf den Change, der mit der Einführung der G Suite einhergeht. Dann findet in der Regel ein kleineres Deployment in so einer POC-Phase zum Beispiel statt, also Proof of Concept. Und danach wird dann die Adoption des Systems vorangetrieben, indem immer weitere Nutzergruppen dann mit entsprechend auf das System gebracht werden. Und dann geht es natürlich darum, auch nachhaltig den Erfolg voranzutreiben, indem man eben durch Schulungen zum Beispiel, durch Workshops, durch Updates auch, die man kommuniziert in die Organisation. Das ist Storytelling, ja? Also ich erzähle einfach, wie cool die Leute damit zurechtkommen. Ich finde diese zwei letzten Punkte, Grow Adoption und Measure and Promote Success, eigentlich am spannendsten, gerade auch, weil sie das selber gar nicht machen können heute. Also wenn sie irgendwie so eine Office-Lösung zum Installieren haben, dann wissen sie gar nichts darüber, ob ihre Leute dies überhaupt aufmachen, wie intensiv die benutzen und so weiter. Kann ich sagen, ja, es wird alles überwacht und so. Es geht ja nicht darum, jetzt rauszufinden, ob der Herr Meier viele E-Mails schreibt oder was auch immer da was ist. Es geht ja generell darum, rauszufinden, raffen meine Leute, wie sie mit der Software umgehen sollen. Benutzen die auch? Also ich habe jetzt hier auf einmal einen Passwortspeicher. Arbeiten die damit? Machen die ihre Passwörter da rein oder sind die weiterhin auf irgendwelchen Zetteln am Computer geklebt? Ich habe eine Two-Factor-Authentication, die mir auf einmal viel mehr Datensicherheit gibt. Nutzen meine Mitarbeiter die? Und das Schöne ist, dass Google ihnen all das auf einem einfachen Übersichtsboard zur Verfügung stellt. Und sie wissen dann genau, alles klar, da ist mein Pflänzchen noch nicht besonders groß gewachsen, sollte ich mich vielleicht nochmal drum kümmern. Und das ist zum Beispiel was mir als Geschäftsführer bei Cybermedia echt wichtig ist, dass wir eine Situation haben, in der
Sie können einfach so einen Knopf drücken und sagen, hier Google, Zwei-Faktoren-Authentifizierung ist Pflicht. Dann kriegen ab morgen kriegt die Hälfte ihrer Mannschaft keine E-Mails mehr. Also kann ich ja gar nicht arbeiten. Und dann werden die vermutlich relativ schnell lernen, wie sie mit der Zwei-Faktoren-Authentifizierung los. Ob das, also aus meiner Sicht ist jetzt nicht die ideale Form von Sicherheit. Wir haben eher einen Prozess, wo wir Audits mit den Mitarbeitern durchführen, in Gespräche mit denen gehen, Schulungen anbieten. Und was ich da mache, ist, ich gucke, wie sozusagen diese Zahl an Zwei-Faktoren-Authentifizierung bei den Mitarbeitern weiter und weiter steigt und spreche da auch aktiv drüber. Zähle den Leuten, warum mir das wichtig ist, was wir damit machen und so weiter. Und genau das sind diese zwei letzten Punkte, die natürlich noch eine ganz andere Relevanz haben, wenn sie 12.000 Mitarbeiter haben, die jetzt mit Google-Tools arbeiten sollen und vielleicht da jetzt gar nicht so viel Sinn drin sehen und das vielleicht auch nicht so intensiv tun oder zumindest teilweise, dann macht es halt schon Sinn, rauszufinden, wo muss ich denn da einsetzen, damit sich das verändert. Und das geht halt eigentlich nur mit so einer Lösung. Tech that makes a difference. Ja, da haben wir wieder bei diesem every company is a software company. Daran denke ich da immer. Wo wir, naja, also wenn Sie sich selber jetzt bei sich im Unternehmen umschauen, stellen Sie schnell fest, wie viel Software da entwickelt wird für alles Mögliche, was auch teilweise wirklich nur mit Ihrem Geschäft zu tun hat. Und Google stellt da eigentlich so eine Art Rundum-Sorglos-Paket zur Verfügung, auch gerade mit der Google Cloud und dem AppMaker und diesen ganzen Entwicklungsumgebungsunterstützungen. Ne? Genau. Es ist auch so, dass Google Organisationen bedient, die hunderttausende Mitarbeiter hat. Also es ist auf Enterprise Collaboration auch ausgelegt. Also wenn jemand denkt, die Organisation wäre zu groß für Google, dann hat derjenige nicht verstanden, was Google alles in diesem Bereich anbietet. Es gibt ja auch einen eigenen Enterprise-Tarif. Hast du schon mal gehört? Zum Beispiel. Habe ich noch nie gehört. Das Unternehmen sagen, sie sind zu groß, oder? Mhm, ja, was man von Zeit zu Zeit mal hört, ist, dass Unternehmen denken, dass das eben eher kleinere Organisationen nur einsetzen und ihnen die Referenzbeispiele von großen Organisationen. Wenn ich groß bin, dann muss ich bei Microsoft mich anstellen. Genau, das ist so ein bisschen die deutsche Denke an der Stelle. In den USA ist das natürlich überhaupt nicht der Fall, dass diese Denke dort da ist. Aber das hört man halt eher, dass man denkt, das ist eher was für kleinere Organisationen. Mhm. Und wenn man dann eben Beispiele auch aus dem deutschen Mittelstand, wo Organisationen mit 12, 13, 14.000 Mitarbeitern oder mehr. Das ist diese Korrelationsverwechslung. Also wenn man Korrelation und Kausalität, es ist so, dass man sagen kann, dass heute zum Zeitpunkt der Aufnahme Google in Deutschland viele noch nicht so große und wenige sehr große Unternehmen gewinnt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass das für die großen Unternehmen nicht geeignet wäre, sondern die sind irgendwie ein bisschen schüchtern oder vielleicht auch zurückhaltend, konservativ, skeptisch. Und ich will es jetzt gar nicht kritisieren, das ist ja für uns auch als Dienstleister ein großes Potenzial, aufzuzeigen, dass es Alternativen gibt und dass man die ernsthaft evaluieren kann. Wenn wir heute, also über 70% der DAX-Konzerne sind Kunden von Cybert Media, hauptsächlich im Atlassian-Umfeld, wenn wir mit denen darüber sprechen, sagt, ja, gucken Sie da gerade hier so Microsoft an und so, und habt ihr mal Google G Suite dagegen gehalten? Nee. Ja, warum nicht? Ja, wissen wir nicht. Ja? Und insofern, ich glaube, dass das gerade für sehr große Unternehmen aktuell sehr, sehr spannend ist, weil Google sie als großes Unternehmen auf eine ganz andere Art und Weise mit uns gemeinsam betreut, als das bei Microsoft der Fall sein kann auch. Ne? Also, Was an der Stelle auch nochmal erwähnenswert ist, wir erleben das ja häufig in Kundenorganisationen auch, dass dann eine 6 Jahre alte Microsoft-Software ausgerollt wird in der Fläche, weil es so lange braucht, so ein Projekt durchzuführen für die Anzahl der Mitarbeiter. Ne? Und ein Vorteil einfach bei diesem Cloud-Ansatz an der Stelle ist, dass wenn irgendwas Neues rauskommt, eine neue Funktionalität, eine neue Sicherheitsmaßnahme eingespielt wurde, dass die in einem Schnipsen für alle Mitarbeiter der Organisation dann entsprechend zur Verfügung stehen. Und es gibt da auch so zwei
so ein Rapid Cycle, wo sie wirklich immer sozusagen bleeding edge sind und alle Sachen sofort für alle freigeschaltet werden und auch eine so irgendwo erst die Sachen bei den anderen getestet werden. Die sehr mature sind sozusagen, die ausgereift sind, genau. Da gibt es natürlich entsprechende Testzyklen, wo Google erstmal das in Organisationen, die in der Alpha-Phase schon mit einsteigen, den Test dann ausrollt, dann an weitere Organisationen in der Beta-Phase und dann letztendlich ein Komplett-Rollout irgendwann erfolgt. Und man sieht auch, dass Google recht großzügig noch Zeitfenster vorsieht, in denen man dann in der Regel zu der neuen Lösung, als Beispiel haben wir jetzt neue Interfaces für Google Calendar, für Google Mail und so weiter gesehen, wo es einfach nochmal ein Zeitfenster gibt, in dem man als Organisation dann auch nochmal schauen kann, die Kommunikation richtig aufzubereiten. Und da sind dann mehrere Monate Zeit, um die Mitarbeiter darauf vorzubereiten, dass dann zu einem gewissen Zeitpunkt zum Beispiel der harte Switch kommt auf eine neue Version zum Beispiel, wie jetzt mit Google Mail und Google Calendar. Skalierung ist natürlich auch sehr, sehr einfach. Ich meine, Google hat Rechenpower ohne Ende, wie Martin vorhin so schön sagte. Und das gilt natürlich auch dann, wenn ich jetzt die G Suite nutze, zum Beispiel in der Organisation, dass ich mir um Skalierung an der Stelle keine Gedanken mehr machen muss. Wenn ich jetzt eine Migration habe oder einen Merger als Beispiel habe und es kommen 5000 Leute dazu, dann spiele ich halt entsprechend die 5000 Leute mit ein. Und genau, aber an sich die Applikationen stehen dann direkt zur Verfügung. Ja, das war's, kann man sagen. Ja, Mensch, PowerPoint-Karaoke. Das habe ich mir deutlich schwieriger und technischer vorgestellt, aber es ist vielleicht auch immer so, wie man selber kommentiert. Wenn Sie Fragen zu dem Thema haben, stehen der Paul und ich jederzeit gerne zur Verfügung. Schreiben Sie einen Kommentar, schreiben Sie auf unserer Website auch gerne einen Chat einfach starten. Ja. Schauen wir mal kurz, alles gut. Ja, cool. Vielen Dank, Paul. Die nächste Stunde haben wir gefüllt. Ne? Ja, vielen Dank auch an Google für die Folien. Und an der Stelle haben wir das letzte Mal haben wir gesagt, wer das Follow-up haben möchte, der soll sich gerne mal melden. An der Stelle vielleicht, wenn bestimmte Themenwünsche sind, wo Sie sagen, das ist jetzt, hätte ich mir irgendwie erwartet an der Stelle, dass das behandelt wird, ist aber gar nicht behandelt worden, dann auch sehr, sehr gerne melden. Dann können wir das entsprechend einmal als Thema aufgreifen. Ich bin tatsächlich von zwei Leuten explizit auch angesprochen worden. Insofern freue ich mich, wenn Sie den Paul oder mich, auch wenn Sie keine Frage haben, kontaktieren. Wir raten manchmal so ein bisschen durch die Gegend. Was sind denn die Sachen rund um Google G Suite, die unsere Kunden und die es vielleicht irgendwann mal werden wollen, interessieren? Geben Sie uns doch mal einen Tipp. Dann werden unsere Inhalte vielleicht sogar noch besser. Und dann müssen wir uns um neue Folien von Google kümmern. Oder auch eigene erstellen. Ja, oder selber was ausdenken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.